Und wir kochen heute gemeinsam mit Dennis Docht das Habermus nach Hildegard von Bingen. Da verwenden wir zuerst die Dinkelgrütze. Da können Sie auch Dinkelflocken verwenden. Es kommt Bertram hinein. Das sorgt für einen klaren Verstand und eine gute Verdauung. Das ist eine Wurzel aus Nordafrika, die wir da verwenden. Dann haben wir das Galgant. Wird in der Küche wie der Pfeffer verwendet. Und Galgant ist sehr wichtig. Es sorgt für eine gute Durchblutung im Körper. Zu dem Geschmack noch dazu Zimt. Zimt hat nicht nur einen guten Geschmack, sondern auch ist sehr gut gegen Diabetes zum Beispiel. Es kommt auch noch Honig hinein, das ist hier, oder Agavendicksaft, was Sie gerne verwenden möchten. Und etwas Zitrone, nach Geschmack wird das dann dazu gehen. Und Dennis Doch wird Ihnen das jetzt zeigen, wie das Ganze gekocht wird. Dazu brauchen wir erstmal einen Topf, 4 Tassen Wasser. Zwei Tassen Habermus. Rühren das Ganze glatt. Und geben die Gewürze hinzu. Ja, ein Teelöffel Bertram. Ein Teelöffel Galgant. 2 Esslöffel Honig. Und Rosinen nach Belieben. Dann noch einmal glatt rühren. Runterschalten und etwas quellen lassen. Deckel drauf. Und zwischendurch immer wieder mal umrühren. So, dann nehmen wir uns einen Apfel. Und schneiden uns den in Würfel. So, jetzt schauen wir zwischendurch noch mal rein. Wenn das etwas nachgedickt ist, wenn das zu dick wird, kann man gerne noch etwas Wasser hinzugeben. Der Habermus braucht 7 bis 10 Minuten zum Ausquellen. Und wenn man merkt, dass es etwas zu dick wird, einfach nach Belieben Wasser hinzugeben. So, und den Deckel wieder drauf. Für den Geschmack geben wir jetzt noch etwas Zitrone hinzu, auch nach Belieben. Und nun für die letzten 4 Minuten noch die Äpfelstücke mit dazugeben. So, das Ganze nochmal glatt rühren. Schalten. Nach 10 Minuten hat das Habermus seine richtige Konsistenz erreicht. So, dann können wir das Habermus jetzt anrichten. Auf das Habermus geben wir jetzt Zimt. Das war ja gegen Diabetes zum Beispiel auch und macht einen ganz tollen Geschmack. Das machen Sie nach Gefühl und nach Geschmack mehr oder weniger. Dann kommt Flohsamen drauf. Der Flohsamen, das ist der Samen vom Spitzwegerich und macht eine super Verdauung. Und wer gut verdaut, ist auch fröhlich. Das hat jeder bestimmt auch schon ausprobiert. Und dann nehmen wir noch Mandeln dazu. Das sind gehobelte, süße Mandeln, die leicht angeröstet sind. Und die geben wir noch oben auf. So. Damit das Ganze noch ein bisschen hübscher aussieht, noch ein kleines Formfeilchen. Das können Sie auch mitessen. Wir wünschen Ihnen jetzt viel Spaß beim Nachkochen und gutes Gelingen dabei. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de